Hallo und willkommen, ich bin am Quadrat. Wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Warframe und ja, es gibt nahezu nicht wirklich was Neues. Sehe ich da irgendwelche Davo-Deals noch am Laufen gerade und bald kommt das Demo-Support-Pack ins Spiel. Wann auch immer das sein wird, weil Coming Soon ist ein bisschen, aber wie dem auch sei, wir haben ja noch andere Sachen vor. Denn wir sind ja immer noch auf unserer unheiligen Quest unterwegs, nämlich das Sonnensystem freizuschalten nochmal in dem Steel Path. Und ja, Merkur sind wir jetzt aufgeschlagen. Beziehungsweise, wir sind noch gar nicht in Merkur aufgeschlagen, wir müssen noch vorher was völlig anderes tun, denn wir sollten kurz in Venus zurückkehren. Wir haben noch so eine Brücke hier freizuschalten. Machen wir das doch mal zuerst. Das ist vielleicht eine gute Idee. Gehen wir mal rein. Und danach mal gucken, ob Nyx hier was reißt. Ich habe ewig in 3 Tagen Nyx nicht mehr ausgepackt, deswegen, das wird mal interessant, möchte ich beinahe sagen. Und ich sollte vielleicht noch mal kurz darauf hinweisen, dieses Durchspielen im Steel Path nehme ich nicht allzu ernst. Deswegen werdet ihr die Blödsinn und Albernheiten von mir erleben, die womöglich in anderen Videos nicht so unbedingt reinpacken wollen würde. Aber wie dem auch gerade sei, lass uns mal losgehen. Und mir fällt gerade ein, ich habe völlig vergessen zu sagen, wie hier der Playthrough normalerweise heißt, nämlich per Anhalter durchs Sonnensystem. Ja, sollte ich wenigstens einmal erwähnt haben. Erstmal gucken, was ich überhaupt mache. Wen habe ich überhaupt als Gegner hier? Oh, okay. Oh, ich mache ein paar Fotos von dem, das ist auch nicht schlecht. Schön. Ja. I'm down. Boah, hält er aus. Meine Herrschaften aber auch. Na gut, Verblutungsschaden kriegt er nicht besonders viel von mir, das ist ein bisschen bedauerlich. Dann machen wir was anderes. Ja, yep, so geht's. Einfach die Rüstung komplett wegnehmen und einfach über den Haufen schießen. Wie es sich gehört. Meine Fresse. Da springe ich hier rum, benutze alle möglichen Fähigkeiten und dann sage ich mir, wie wäre es, wenn ich einfach erschieße? Weil manchmal ist das der kürzeste Weg. Und der Weg ist frei. So, und wir sind aufgeschlagen auf Merkur. Ausgezeichnet. Und wir machen wieder mal die ganze Karte frei bis zum Bosskampf. Und hoffentlich... Also, nee, Launderelee müssen wir uns nicht durchkämpfen. Exterminate. Ja, Exterminate. Ja, machen wir es mal. Your enemies have grown fierce. Use all that you have learned. Okay, das sieht wesentlich angenehmer aus. Das könnte besser aussehen für uns alle. Für alle Beteiligten könnte das jetzt der A, jemand sein, der weiß, was er tut, und B, ich, der sagt einfach Rüstung weg. Die Gegner fallen wie die Fliegen danach. So muss es sein. Und beziehungsweise muss ich auch die Rüstung wegmachen? Nein, muss ich überhaupt nicht. Das zwar macht die Sache einfacher, aber muss man nicht wirklich. Oh, weg mit dir. Ups, der ist auch schon tot. Der ist auch schon tot. Mist. Was tut unser Kollege denn hier rumdüsen? Ah, hier, genau, ja, natürlich. Läuft. Schreddern und Schnitzel. Wobei, was hat er als Nahkampfwaffe eigentlich dabei? Der hat dabei... Lesion. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das ist vielleicht auch wirklich eine gute Idee, eine Lesion zu haben. Oh, zwei weg. Okay, besser. Vielleicht muss ich wirklich meine Fähigkeit ein bisschen spammen zwischendurch. Okay. Damit sind wir wieder fertig. Das ging noch ratzfatz. Network Response Problems. Das ist schon schlecht. Sag bloß, ich habe ja einen Disconnect und ich stehe doof da. Wobei das gerade ein bisschen komisch war. Weil es war ja eine Mirage, aber zwischendurch die Explosion, wie von einer Ember? Ah, vielleicht hat er auch nur seinen Kollegen da ausgepackt, habe ich vielleicht nicht gesehen. Ah, ist egal. So, wir können jetzt hier nach M-Prime gehen. Crossfire. Naja. Oder wir können eine Rescue-Mission machen. M-Prime. Ich muss jetzt einen anderen Knarre auspacken. Hier, die Typen halten mir da doch ein bisschen zu viel aus. Ich muss vor allem doch mal eine andere Primärwaffe hier auspacken. Weil das dauert zu lang. Sekundär ist eigentlich ganz okay bis jetzt. Das sieht gut aus. Und vor allem, alle bekämpfen sich aber gegenseitig. Muss ich ja fast gar nichts tun hier. Nice. Es sei denn, oben die Gegner werden immer mehr, die ich killen soll, dann habe ich ein Problem. Ansonsten laufe ich einfach dezent durch und, Boah, ist immer das Gleiche. Man kommt zu einer Gruppe hin, die sich schon bekämpft und muss nur noch dazwischen schießen. Und die Sache ist fast vorbei. Fast gut.
Boah, das war zum größten Teil eigentlich relativ entspannt. Vor allem, wenn man die Rüstung eben auf Null setzen kann mit der... War das nicht... Ja, zweite Fähigkeit von Nyx, das ist echt sehr cool. Vor allem, weil man sonst sich absoluten Wolf schießt auf die Gegner. Und ansonsten fallen sie mit wenigen Schüssen direkt um. Jetzt vielleicht Rescue? Ne? Ja, komm von mir aus. Ah, vielleicht das Gute ist jetzt auch, dass ich einfach durchlaufen kann, weil ich mit auf keinen warten muss. Das könnte unter Umständen eigentlich sehr gut sein für mich. Weil... Stuff. Oh, wait. Kommt leider, wenn ich killen will? Wahrscheinlich. There's no telling what the captains are doing to our rescue target. You need to find the holding cell. Ach shit, ich wollte die Knarre austauschen doch. Aber selbst mit ohne Rüstung. Also, obwohl die Rüstung weg ist von dem, brauchen die noch viel zu lange, um sich gegenseitig umzubringen. Oder geschweige denn, wenn ich sie erschießen will. Deshalb, ich mach das Ding hier. Ah, shit, ist gerade die Rüstung wieder gekommen. Egal, komm, hier, geh mal aus dem Weg. Das braucht eine Handvoll Schüsse. Wait. Okay. Das braucht eine Handvoll Schüsse zu lange, in meinen Augen. Deswegen, das muss nicht sein, finde ich. So, gehen wir mal schnell weiter. Weil noch haben wir, bis jetzt aber Pech. Noch niemand hat sich angeschlossen. Uns, es sei denn, ich habe einen Anzeigefehler am Laufen. Und ich habe in Wirklichkeit gar keine offene Gruppe. Und das wird die Sachen natürlich endlos schwieriger machen am Ende des Tages. So, wie war das nochmal hier? Seite irgendwo rein? Irgendwo da vielleicht? Was ist das hier gewesen? Sieht gut aus. Noch? Ist das wirklich der richtige Weg? Ja, scheinbar. Gut. Nur mal sicherheitshalber, ich stelle sie auf Invite Only und dann noch auf Public. Vielleicht geht's ja jetzt. Okay, aber das lief auch sehr, sehr fix und schnell und gut, möchte ich mal ganz trocken behaupten. Wollen wir hier schon capturen? Nee, wir müssen nicht capturen sofort. Lass uns noch andere Sachen machen. Erstmal vielleicht die anderen Geschichten fertig machen. Vielleicht hier so rund, hier von hier Seite, so von rechts nach links rüber die Mission jetzt machen langsam. Ja, machen wir mal so. Da haben wir es wenigstens gesagt, Terminus. Wollt mal, die haben schon Crossfire und eine Sabotage gleichzeitig. Da wird die Sache ja noch leichter. Ist irgendwie schon lustig, dass man jetzt einfach an den ganzen Typen vorbeilaufen kann, weil sie gerade mit Infizierten am Kämpfen sind. Das ist irgendwie schon ziemlich nice. Kannst sagen, ja, hier, jetzt kümmern wir dich mal um die, ne? Ich geh schon mal weiter in der Zwischenzeit. Oh, warte mal. Oh, wait, kann man das gar nicht kaputt machen? Aber warte mal, da muss ich erst was anderes machen. Richtig? Ja, ich glaube schon. Da war doch was. Ah, das ist besser. Das ist viel besser. Autsch. Hör mal auf mit dem Shit. Au. Da sagt er jetzt noch so, oh, die kämpfen ja gegen was anderes und na, nicht so sehr, wie man es sich wünscht. In den Worten. Ach komm. Ich geh den auch nicht mehr fragen. War das alles? Ja, cool. Ich meine, alles haben gesehen. Müssen nur noch rauskommen irgendwie. Geh weg, komm, du hast andere Ziele. Du musst mich gar nicht beschießen hier. Du hast noch andere Sachen vor. Ach stimmt, wir müssen noch einen Schalter klicken irgendwo. Da war doch immer sowas in Spielerei hier. War eine kleine Schalterklickerei irgendwo. Eine kleine Hackerei hier noch. Und dann ist das Ding definitiv hinüber. Das Gute ist, wir tun die beide Gegnerarten hier mit Feuer nach zerstören. Hier ist ja toll. Ich finde das sehr toll. Es sei denn, ich verbrenne auf dem Weg nach draußen selber noch. Dann finde ich das nicht mehr so toll. Oh, wait. Hält mal ein bisschen chaotischer um mich herum. Und... So, jetzt ist vorbei für die Jungs. Jetzt vielleicht haben sie Spaß. Und ihr komisches Schiff liegt in 1000 Brocken auseinander. Junge, wir speedern ja hier durch die Level durch, habe ich fast einen Eindruck. Es sei denn, ich habe gleich Defense, Nightmare, wait a second. Oh, das sind richtig viele Missionen. Ich brauche Steepass, genau. Eine Defense-Mission. Weißt du was? Ich glaube mit Nyx, das könnte schrecklich in die Hose gehen. Ich hoffe, dass da irgendjemand anders außer mir noch ist. Trust in your training. Are you fucking serious jetzt? Das wird toll. Warte mal, es infiziert ihn wieder. Schon wieder? Really? Oh, warte mal, das könnte vielleicht einfacher für mich werden, das Ganze als gedacht. Irgendwo gut hinstellen und. Bam! So, kämpft mal gegenseitig ein bisschen, das ist eine gute Sache. Kann macht euch wenigstens Schaden irgendwo. Ja, die machen sich halbwegs gut Schaden, weil die haben kaum Rüstung an. Oh, das geht. Lasst mich euch ein bisschen helfen. Das könnte klappen. Au, Junge. Charge der mich hinterrücks doch tatsächlich noch an. Wow, das tat sich mit Nyx wirklich einfach gegen die Typen.
Weil sobald sie näher kommen, sage ich einfach, kämpft mal ein bisschen gegeneinander. Und dann rauche ich die locker flockig weg. Gerade wo ich so entspannt die Gegner hier so wegrauche, vielleicht wäre es eine gute Idee gewesen, aber auch vielleicht von hinter Knarre mal eine Primärwaffe zu bauen. Wäre vielleicht auf lange Sicht gar keine so dumme Idee. Allerdings fehlt mir auch dafür leider der passende Arcana-Mod für die Waffe danach. Glaube ich. Oder? Kann man ja auch einen Primärwaffen packen. Wäre sonst cool. Das wäre wirklich cool. Aber irgendwie habe ich den Eindruck, das wird nicht klappen. Hey, 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 hey. Mal nicht das Ding hauen hier, hä? Macht ihr denn? Kämpft gefährlich gegen nachher. Mensch, die Spannung hat mich ja fast umgebracht in der Mission. Mensch, Mensch, Mensch. Gut, gehen wir gleich mal weiter zu einer Mobile Defense Mission, wirklich? Und bis jetzt habe ich noch echt Pech gehabt. Noch kein einziger ist mit mir in eine Gruppe gekommen. Das ist echt doof. Das ist wirklich doof. Nichts mit per Anhalter hier. Machen wir alles selber, heißt es heute. And you may yet avoid it. Trust in your training. Trust in the Rust, auch genannt. Okay. Ich glaube, ich werde hier kaum Schuss abfeuern diesmal. Ich werde einfach sagen, nö zu allen Sachen und einfach alle bekloppt werden lassen außen herum und einfach zugucken lassen. Weil ich muss ja auch nur verteidigen. Wahrlich. Ja gut, die Typen, die zu nah dran stehen, müssen weg. Oh, wait. Richtig, richtig. Ich habe gerade eine Idee. Ich habe gerade eine super Idee. Ich habe eine sensationelle Idee. Mit Ausnahme, dass ich jetzt die ganze Zeit versuche auszuweichen meinem eigenen Explosionsschuss gerade. Aber nein, nein, nein. Ich habe gerade eine super Idee. Ich habe eine super Idee. Ich muss eine andere Nahkampf unbedingt gleich mit mir organisieren. Das wird großartig, die Idee. That was a juggernaut. Their lured outpost have infested. Lay low and it should go away or amp up the fight to draw it out. So, wenn die Gegner sich gegenseitig alle am Umbringen sind gerade und ich überhaupt nichts machen muss, wird natürlich die Mission hier deutlich einfacher als ursprünglich geplant vielleicht. Und das Einzige, was ich machen muss, ist zwischendurch mehr Energie geben. Einmalig zumindest. Und dann ist das kein Thema. Ach, das ist nicht toll. Wenn die Gegner mir die Arbeiten abnehmen. Oh, interessant. Oh, hey. Was soll er denn hier? Während ihr euch alle noch gegenseitig am Killen seid. Noch 12 Sekunden lang wird der Wahnsinn noch hier halten. Das ist gut. Das sieht sehr gut aus. Area completed. Move on. Viel Erfolg euch noch. Wow, äußerst entspannt, muss ich sagen. Gar nichts tun. Wahrlich, man kriegt noch gar nichts an Loot. Das ist der einzige Nachteil. Survival. Mensch, hier muss ich mal Gegner töten. Aber ich habe glücklicherweise ein paar andere Waffen diesmal am Start. Ich hoffe, dass diesmal mich mal joint. Nicht über eine ganz andere Mission, wo zwischendurch teilweise zumindest mehr als einer stand. Angeblich Trupps, die da rumlaufen. Na egal, gehen wir mal rein. Das schaffe ich auch so jetzt. Hoffe ich. Dann wollen wir uns mal busy halten. Wir müssen eh nur 5 Minuten durchhalten. Dann kriegen wir schon hin irgendwie. Ansonsten machen wir nur die Türme die ganze Zeit auf. Ja, das ist eine Idee. Das ist eine gute Idee. Lass uns schon mal Richtung von dem Ding da laufen und dann... Oh, das könnte die umbringen. Das könnte die absolut umbringen, das hier diesmal. Mensch, das sieht gar nicht schlecht aus. Okay, 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 okay. Laufen einfach ein paar Meter weiter hier zum Turm hier vorne. Warten, bis die ganzen Typen kommen und wahnsinnig machen erstmal alle. Und dann nochmal testen. Ich habe eben den Eindruck gehabt, das macht halbwegs Schaden, wenn ich ihn mal gegen ihn treffen würde damit. Okay, vielleicht ein bisschen besser hinstellen. Vielleicht geht's dann besser. Okay, oh doch, nee, doch. Oh, ouch, au, au, ja, nee, das Ding, ouch. Das hätten wir dringend gemacht, der richtig böse Aura auf einmal. Sehr schön, sehr schön. Das gute alte Zweihandschwert, die Galatine fahren, die macht doch alles. Deutlich einfacher, habe ich den Eindruck gerade. Und ich wüsste keine bessere Ziele als hier die Jungs hier gerade. Mensch, das ging ja viel schneller als gedacht, das Ganze hier. Wie viel, viel schneller. Elyon, gehen wir hin. Ja, Capture. Ja, okay, müssen wir hier machen jetzt. Okay. Das lief jetzt sehr komisch, muss ganz ehrlich sagen. Ich habe den Eindruck gehabt, teilweise keinen Schaden gemacht zu haben. Aber hey, die ganzen Gegner außen herum, die haben Schaden auf den gemacht. Das lief gar nicht schlecht. Wo bin ich denn jetzt hier hingesprungen, hä? Oh. Okay. Wie war das? Capture oder auch das Rauslaufen dauert länger als das Capturen selber. Und dann noch, wie heißt Suicide? Spy-Mission. Spy-Mission. Ah, da kriegen wir schon irgendwie hin. Irgendwann, irgendwo und irgendwie. Oh, vielleicht sollte ich wirklich auf alleine stellen, oder?
Wäre vielleicht eine gute Idee, oder? Eigentlich schon. Okay, jemand hat Neues aufgeschlagen und das ist ein Ivara-Spieler. Ich würde sagen, überlassen wir denen einfach die Arbeit. Und wir gucken einfach zu und überleben in der Zwischenzeit. Das ist vielleicht eine tolle Idee. Das ist eine super Idee, habe ich gerade gedacht. Wenn der Rest am sich selber am Töten ist. Oh, und direkt tue ich Alarm auslösen. Da fängt schon gut an, das Ganze. Laufe ich eigentlich nach... Wo laufe ich überhaupt hin? Okay, ich laufe erstmal an vorbei und mache alle wahnsinnig. Das ist eine gute Idee. Das ist ein guter Plan. Also ich gucke mir die Karte an. Bei manchen sage ich mir, die kann ich auch mit dem Warframe locker machen. Ne? Ich meine, ich könnte alle mit... Na gut, nicht locker schaffen, aber es gibt manche von den Karten, wo ich sage mir... Und andere, da sage ich ein bisschen, ja, nee, das kann die Ware machen dann, oder? Das kann die Ware machen. Erstmal reingucken. Ich guck rein, direkt fehlgeschlagen, weil... Ne? So, und dann macht die Ware Raum C, dann haben wir noch alles geschafft und der dürfte auch keine riesen Probleme haben dabei, denke ich, hoffe ich jetzt mal einfach. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut. Aber ich laufe trotzdem Richtung C, weil ich meine mich immer zu erinnern, dass auch C am dichtesten nach dem Ausgang liegt. Das ist vielleicht noch eine Idee. Aber ich sollte vielleicht mich nicht killen lassen auf dem Weg nach C und dann ist alles gut. So, noch zwei Missionchen. Odin wäre noch da gegeben mit Interception. Okay. Und wir haben aber noch Tolstoi. Mit Captain 4. Okay, Odin. Meine Bosse kommen zuletzt. Mein Gott, das war doch sehr viel stressiger als gedacht. Am Ende ist da, ist er das hier. Menschenskinder nochmal. Menschenskinder. Aber wir haben sie mir hingekriegt. Zu zweit. Mit einem Mac und einem Nyx. Zwischen Wahnsinn und angezogen werden. Oder rumgeschmissen werden, eher gesagt. Hat es am Ende des Tages doch irgendwie geklappt. Und damit wären wir schon fast am Ende des Mac-Kurses angekommen. Jetzt müssen wir noch Tolstoi irgendwie schaffen und Captain 4 nochmal richtig ins Gesicht treten. Mit beiden Beinen am besten. Und also gleichzeitig. Und ja, nee. Versuchen wir es einfach mal. Muss voll überhaupt. Gehen wir noch hier und wollten mich voll labern. Jetzt sind wir da. Das ist schon doof, wenn der Boss selber nicht mehr weiß, wo seine eigene Arena ist. Ist er vielleicht hier unten drunter beim Rumlungern irgendwo? Man weiß es nicht, ne? Man weiß es nicht. Oder habe ich ihm zu viel Schaden gemacht? Ach, hier vorne ist er doch. Gewesen. Gewesen war er. Oh, das ist sehr viel besser. Schön, dass er jeden angreift, außer mir. So, zwei Sekunden mal abwarten hier. Jetzt hat er wieder Schild bekommen, aber ist egal. Ich glaube, da hat er genug Schaden gekriegt von Typen außen rum irgendwie. Hm, aber wo ist er jetzt? Ist er hier oben wieder drauf? Ne, warum auch? Ach, da vorne ist er. Oh, look! Ist er schon wieder da? Ah, da hinten sehe ich ihn. Okay, okay, okay. Ballert wieder fies um sich wie ein Wahnsinniger. Rüstung weg, einen Schuss abfeuern und tot. Oh. Eigentlich wollte ich ihn. Egal, wir sind zusammen gestorben. Hat gepasst. Wurde wahrscheinlich auch von seinen eigenen Typen mitgekillt, ein Stück weit. Egal. Okay. Das war sehr, sehr einfach. Vor allem, wenn die Rüstung auf Null setzen und dann sagen, hier, friss es. Das ging deutlich fixer als gedacht. Deutlich fixer als gedacht. And we are done. It wouldn't be won the video game, dann nicht wirklich. Aber wir haben natürlich Merkur geschafft. Und deswegen haben wir auch hier dieses Teil, wo wir unser Schiff stellen können und dieses andere Ding hier bekommen. Und natürlich wieder zwei Steel Essence. Ausgezeichnet, würde ich mal gerade sagen. So, und auf der Übersicht hier angekommen, heißt von Worten, wir haben von der Erde aus nach hier rüber alles fertig. Ich würde sagen, nur
Weiß ich nicht, ob wir direkt nächstes Mal Lua machen. Weiß ich noch nicht. Hunger, Hunger, Hunger unbedingt. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich Mars machen will und womöglich hier den Derelict. Also noch bevor das Update kommt. Wahrscheinlich dann aber spätestens dann, wenn ich Derelict habe, mache ich auf jeden Fall Lua. Und danach backen wir uns den ganzen Rest hier. Ja. Yeah. Und am besten, ich packe mir wirklich jedes Gebiet in einem extra Video. Ja, ja. Ich hatte zwischendurch schon mal gemeint, dass ich das vielleicht zusammenpacken will, mehrere Planeten, aber naja, nee, wisst ihr was, ich bin doch eher der Überzeugung mittlerweile, dass es besser ist, wenn ich das ein bisschen separat halte. Da gibt es vor allem mehr Videos am Ende des Tages für euch. Also, danke fürs Beispiel zuhören, das war MK3 und ja, wir sehen uns dann bald wieder, wenn ihr mögt, wenn es irgendwas vielleicht Neues zu Warframe gibt, aber momentan glaube ich nicht, dass die Devs noch großartige Sachen raushauen, mit Ausnahme vielleicht dieses Packs, ne, was sie angedeutet haben, da gibt es auf jeden Fall extra Video noch für. Ansonsten sehen wir uns dann halt wieder, wenn es wieder heißt, Mars. Oh, der Mars macht mobil. Wahrsten Sinne des Wortes. Bis dann, also, und ciao.